So, hallo, ich grüße dich. Schön, dass du hinsiehst, hinhörst. Es geht um den letzten Teil der Oppositionen. Wir haben bereits vier davon gesprochen. In dieser ganzheitlichen Zahnlehre gibt es fünf verschiedene Oppositionsformen. Eben dann, also falls du das für dich selbst wissen möchtest, falls du eine 1 und eine 6 im Geburtsdatum hast, 2 und 7 oder 3 und 8 oder 4 und 9 oder jetzt eben dieses Video 5 und 0, eine 5 und 0. Also hast du das zum Beispiel gerade, eine 5 und eine 0 im Geburtsdatum? Ja, also falls das so ist, dann ist dieses Video, dieser Beitrag besonders wichtig für dich. Ja, dann stellt das eben eine sehr, sehr zentrale Aufgabe für dich dar. Also wir sehen das immer wieder, dass Menschen mit Oppositionsformen, ja, da gibt es ganz gehörig zu tun. Und ich kann dir versichern, mit 30-jähriger, tiefgründiger Zahlenerfahrung, also eine Oppositionsform im Geburtsdatum zu haben, damit zu arbeiten und eben damit Feuer zu kommen, ist 100-mal wichtig als. Du weißt schon, was jetzt kommt. Die Grundzahl der eben der Quersumme, die da ja die meisten kennen. Das kannst du mir glauben. Ja, also okay. Zur 5 und zur 0, also die 5, also wie bei den anderen vier Zahlenpaaren auch, die 5 kann in Opposition stehen zur 0 und die 0 kann in Opposition stehen zur 5. Ja. Ja, jetzt eben. Mit einer 5 und mit einer 0 geht es eben darum, gleichzeitig, also das ist eben die Kunst, also im Leben mehr oder weniger gleichzeitig sowohl die 5 wie auch die 0 zu fördern, weiterzubringen, Feuer zu bringen, zu lieben, zu wertschätzen. Also falls du selbst eine 5 und eine 0 im Geburtsdatum hast, du kannst es dir nicht leisten, nur die 5 zu leben. Oder nur die Null zu leben, weil sonst gibt es Krach oder sonst gibt es Probleme mit der Zeit. Also das geht nicht. Also du kannst nicht bloß geistig, spirituell, bewusst, meditativ leben, dich im Jenseits bewegen, die dich mit allen möglichen Träumen, Fantasien beschäftigen, also eben dich vor allem in Traumwelten, in schönen inneren Welten, zum Beispiel auch mit Traumreisen oder außerkörperlichen Erfahrungen und so weiter, dich nicht nur mit dieser Sache beschäftigen, das wäre eben die Seite dann der Null, ja, also die Null, die typische Innenwelt, gell, ja, sondern es geht darum auch gleichzeitig mit der 5, dich so gerne und typisch irdisches, reales, materielles, alltägliches zu kümmern. Der Alltag, der typische Alltag, die typische Realität. Das ist die 5. Also mit der 5, das ist die 5 ist wohl die bodenständigste Zahlenkraft, die es gibt. Mit der 5 ist es wichtig, ist es gut. Übrigens, gerade auch wenn die 7 auch noch auftaucht, also die 5 und die 7 sind ja im Geistbild, im Grundbild, wo alles entsteht. Pentagramm hast du sicher auch schon gesehen oder dann eben bei mir auf der Homepage. Mit der 5 und mit der 7, aber eben sind wir ja vor allem bei der 5, ist es wichtig, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen. Also, das ist die eine Seite, die du erfüllen darfst mit der 5. Genug Realsinn zu haben, dich genügend gerne mit, also dem gesunden Verhältnis mit Geld, Güter, Sicherheiten zu beschäftigen. Auch mit dem Bewahrenden, mit dem traditionellen, bodenständigen. So, das ist die 5. Aber gleichzeitig ist es auch gut, dich deiner Bewusstwerdung zu widmen, also ein möglichst großes Bewusstsein zu erlangen, das ist immer wichtig mit der 0 im Geburtsdatum, zusammen auch mit der 2. Also die 2 und 0, die stellen im Geistbild, im Pentagramm, stellen die sogenannte Geistbewusstseinsebene dar, die sogenannten Innenwelten. Also die 0, das ist das typisch innenbezogene.
Du kannst es auch so sagen, die Null ist der Kopf, der Geist, also das kopfbetonte Geistige, wenn du gerne mit dem Kopf tätig bist, und die 5 ist das Praktische, Managende, Umsetzende, das Sichtbare, also die 5 ist das Sichtbare, die 0 ist das Unsichtbare sozusagen. Dann nicht unähnlich zur 4-9-Thematik, also die 0, die 5 ist so das Strukturierte, das Ordnungsbetonte, das Organisierte. Du darfst, ja, das ist in Ordnung, du darfst mit der 5 Organisation, Konzept haben. Gleichzeitig ist es mit der 0 auch wichtig, einfach zu schauen, was kommt, was geht. Einfach so mal im Fluss zu sein und zu spüren, einfach aufzunehmen, spontan zu agieren, einfach mal in dem Sinne keinen Plan zu haben. 5 ist Plan, 0 ist nicht Plan, 5 ist Ordnung, 0 ist Unordnung, 5 ist berechenbar, 0 ist unberechenbar. Die 5 hat sozusagen so ein bisschen einen Rahmen, die 0 überhaupt nicht. Und dann ist es eben, was besonders anspruchsvoll ist mit der 5 und der 0 im Geburtsdatum, ist eben auch sozusagen ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen Beständigkeit, ja, etwas, wie soll ich sagen jetzt, etwas routiniert und gewohnt und bestehen, also etwas zu bewahren, etwas zu behalten, etwas zu besitzen, so eine Zeit lang, das ist die 5. Aber mit der 0 auf der anderen Seite, also das ist wahrscheinlich das Schwierigste auch bei dieser Achse, also mit der 0 gleichzeitig auch, wenn es nötig ist, einfach immer wieder loslassen, abgeben, etwas hinter dir lassen zu können. Also das ist eben die 0. Die 0 ist gleichzeitig zur Bewusstseinssache, übrigens auch zur höchst sozialen, fürsorglichen, weiblichen Sache, was auch in der 0 steckt, ist eben die 0 so eine der vielseitigsten Zahlenkräfte, die es gibt. Und darum wundere ich mich immer wieder, wieso die 0 in gewissen Zahlensystemen, Numerologiesystemen immer noch nicht vorkommt. Das ist verrückt. Spätestens ab dem 01.01.2000 ist das sowieso wichtig. Und jetzt haben wir ja dann nächstes Jahr noch 2020. Ja, also was wollte ich sagen? Eben mit der 0 ist es eben so wichtig, auch einfach offen für alle möglichen Veränderungen, Umstellungen, Erneuerungen zu sein. Und du kannst auch, was ja in aller Munde ist, für sehr vieles, selbst auf der materiellen Ebene, Transformation, also von etwas Altem zu etwas Neuem gelangen oder einfach von einer Sache oder von einem Standpunkt her zu einem neuen Standpunkt, einfach, ja, da eine Entwicklung, eine Veränderung, eine Erneuerung erfahren, einfach Transformation. Also die Null ist die wichtigste Transformationszahl, die es gibt. Ja, und das ist schon, das weißt du, falls du selbst eine 5 und eine 0 im Geburtsdatum hast. Also einerseits alles behalten, besitzen, auch materielles besitzen, behalten zu können. Also zum Beispiel schönes Haus, viel Geld, guter Beruf, alles so, das ist typisch 5. Und dann aber auch wieder so das Einfache, ja, vielleicht sogar auch ein bisschen asketische, einfach, oder ein bisschen unstete, oder einfach, sagen wir mal, einfach das, ja, so das Unendliche, so das nicht Fixe, nicht Feste, und eben so, dass dieses Prinzip einfach immer wieder mal auch eine Veränderung machen, wo es auch immer ist, ja, das ist schon, ja, also du weißt es selbst, also das ist, ja, schon sowieso nur schon alleine eine Null im Geburtsdatum zu haben, du musst nicht mal eine 5 dazu haben, das ist die Null, darum sage ich ja immer wieder, die 0 und die 4, das sind sozusagen die beiden anspruchsvollsten Zahlen zu leben, oft unbeliebt bei Menschen, die einfach nur
sagen wir, nur so einfach durch den Alltag gehen wollen, weil mit der 4 ist man unter anderem gezwungen oder gibt es Zugzwang hinter die Dinge zu sehen, viel zu lösen, viel zu erkennen und zu lösen. Und mit der 0 gibt es immer wieder Zugzwang, eben dies und das in eine Veränderung, Wandlung, Erneuerung zu bringen, zum Beispiel Dinge, die einfach zu deiner Lebensentwicklung nicht mehr passen. Ja. Jo, und so darfst du dich, wie ich das immer zu sagen pflege, darfst du dich als Seiltänzerin, als Seiltänzer sehen, die versucht ist, die Balance zu halten. Je besser du das fertig bringst, also je besser du mehr oder weniger, es muss ja nicht genau 50-50 sein, du weißt schon, was ich meine, aber je mehr du es fertig bringst, sowohl die 5 wie auch die 0 zu wertschätzen, zu lieben, anzuwenden, also je besser du dies tust, desto weniger gibt es ein Hin und Her mit allen möglichen Dingen, desto weniger gibt es von innen her Druck, Spannung, Unruhe, also desto besser kannst du eben damit leben. Aber der Vorteil ist, von so einer solchen Opposition, wie auch bei der Opposition 1,6 oder 2,7 oder 3,8 oder 4,9, der Vorteil davon ist, dass du so eine Art wie innerer Motor hast. So ein innerer Motor, gell? Von innen her gibt es immer wieder Schub, Druck. Dies und jenes zu leben. Ja, also das für den Bewusstseinsweg sich eine höchst wertvolle Sache. Wertvolle, was habe ich jetzt gesagt? Ja, einfach wertvolle Sache, genau. So, jetzt du darfst mich gerne fragen, wenn du zu dieser 5-0-Polarität eine Frage hast, also wenn etwas unklar ist, falls ich etwas vergessen habe, also einfach generell zu den Oppositionen. Oder auch ganz generell, das weißt du ja oder solltest du inzwischen wissen, wenn da eine Frage auftaucht zu Zahlen, einfach fragen, einfach schreiben, einfach da dich eingeben und dann antworte ich sehr gerne. Ich wünsche dir, falls du mit einer 0 und einer 5 gleichzeitig eingedeckt bist im Geburtsdatum, ich wünsche dir da gutes Gelingen. Gutes Fortkommen und sowieso einfach viel Freude mit den Zahlen. Und du weißt, falls du es genauer wissen möchtest, es gibt hervorragende Möglichkeiten. Ich kann dir hervorragenden Service anbieten, eine schriftliche Geburtstagsauslegung, in der ich von A bis Z dir alles Wichtige, Möglichkeiten, Stärken, Potenziale, Lebensaufgaben aufzeige. Und da gibt es noch haufenweise andere Möglichkeiten. Ich danke dir für dein Interesse, für deine Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss.